bei SPD, Linke und so wird es ganz schwierig. Die Grünen haben auch einen unheimlich schweren Stand im Landkreis, spielen praktisch keine Rolle. In Wittenberg hilft es immer mal bei SKW Piesteritz gearbeitet zu haben in der Vergangenheit oder irgendwie da Kontakte zu haben. Der Oberbürgermeister und andere sehen eine große Chance für die Stadt, dauerhaft etwas zum Positiven zu verändern. Was haben Martin Luther und der Anzeigenhauptmeister gemeinsam? Ganz einfach, beide leben oder lebten im Landkreis Wittenberg. Und was dort sonst noch so los ist, beziehungsweise was die Wahl in diesem Jahr entscheiden wird, das erzählen wir euch heute im Wahllokal. Mein Name ist Stefan B. Westphal und für die 95 Thesen zeichnet heute verantwortlich Anna Petersen. Überraschung. Und nachdem mein Kollege Stefan diese Folge stark geteasert hat, darf ich unseren starken Gast ankündigen. Das ist Thomas Liersch. Schön, Thomas, dass du hier bist. Hallo. Er hat eine lange Reise hinter sich. Er ist über Baden-Württemberg, Sachsen und Thüringen zurück in das schöne Bundesland Sachsen-Anhalt gelangt. Genau nach Wittenberg. Dort bist du seit, lass mich lügen, gut 5 Jahren Lokalchef für den Landkreis Wittenberg und damit ausgewiesener Experte, wenn es darum geht, die politischen Zusammenhänge vor Ort auseinanderzudröseln. Sehr schön. Vielleicht mal ganz kurz für alle, die mit Wittenberg jetzt noch nicht so vertraut sind. Kannst du Wittenberg irgendwie in 3 Worten beschreiben? Gartenreich, Industrie und Landwirtschaft. Ah, schön. Und dann schauen wir uns doch Wittenberg gleich auch nochmal in Zahlen an. Ja, damit wir das ganze Bild rund machen. Ich finde es ja spannend, dass du Luther nicht erwähnt hast. Ja, das ist gedacht. Ja nur das Erste, was man... Aber zu naheliegend. Zu naheliegend, okay. Der Landkreis Wittenberg, ganz im Osten unseres schönen Bundeslandes, grenzt an 2 andere Bundesländer, an Brandenburg und an Sachsen. Und wenn man sich das mal anguckt, er ist ja auch riesig. Ne? Also das ist ja, man ist ja 4 Tage unterwegs, wenn man von Coswig nach Annaburg will. Das stimmt, ja. Das ist auch eine Herausforderung für uns in der Lokalredaktion. Die Termine sind entsprechend weit verstreut. Und das bedeutet natürlich, dass mit Wittenberg im Zentrum zwar so eine Mittelstadt vorhanden ist oder eine kleine Stadt, aber drumherum viele sehr kleine Städte und viele kleine Gemeinden, die eben auch Anliegen haben, die jetzt möglicherweise in der Kommunalwahl auch eine Rolle spielen. Und auf dieser großen Fläche verteilen sich 123.888 Einwohner. Kreisstadt ist die Lutherstadt Wittenberg und Landrat ist Christian Tiltsch von der CDU. Gut, schauen wir mal auf das Wahlergebnis von der vergangenen Kreistagswahl. Da hat die CDU tatsächlich mit 25,7% den ersten Platz belegt und tatsächlich überraschend mit 20% die Freien Wähler gleich auf Platz 2. Haben die so starke Kandidaten in Wittenberg? Ja, die Freien Wähler haben durchaus starke Kandidaten bei uns in der Region, sind vielleicht auch nicht so bundespolitisch vorbelastet, sage ich mal. Das ist ja immer ein Vorteil der Freien Wähler dann auf dem Land. Gut, Herr Aiwanger hat jetzt vielleicht ein bisschen was zur politischen Vorbelastung beigetragen in Bayern, aber ansonsten so auf der bundespolitischen Ebene eben noch nicht verbraucht. Und das hilft, glaube ich, im Lokalen durchaus, weil man weiß natürlich, wofür die Parteien stehen und vielleicht auch, was in der Vergangenheit, was ihnen nicht so gelungen ist. Ich glaube, das ist ein Erklärungsmuster und dann kommt es immer sehr, sehr stark auf die Kandidaten an bei Kommunalwahlen, auf die konkreten Personen, wie die vernetzt sind, wen die kennen. Und da sind die Freien Wähler zum Beispiel mit Stefan Kretschmer in Wittenberg gut aufgestellt. Das ist jemand, der sehr bekannt ist. Und sowas hilft dann natürlich. Und insgesamt kann man, glaube ich, sagen, dass es ein ziemlich konservativer Landstrich ist. Das sieht man an diesem Wahlergebnis. Die Freien Wähler passen da ja durchaus ins Bild. Ja, also wenn man schaut, CDU, Freie Wähler, 45%, 46% haben sie gemeinsam erreicht. Das wirkt schon sehr konservativ, wie du gerade so schön sagtest. Dann über der 10%-Marke zumindest noch die AfD mit 16,4, die SPD mit 13,8 und die Linke mit 12,8%. Und wie hat sich das verändert zur Kreistagswahl 2014?
Also verloren haben die Linken mit 8,7%, die CDU mit 7,5% und die SPD mit 3,1%. Die AfD hat dazu gewonnen. Das war ja fast überall in der Kreistagswahl, oder nicht fast überall, sondern überall bei den Kreistagswahlen der große Gewinner, beim letzten Mal mit 13,9%. Und auch die Freien Wähler haben noch mal 5% dazugelegt. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie das in den Sitzen aussieht, dann zeigt sich hier im Kreistag also, dass wir eine Fraktion haben, 13 von der CDU, 12 von den Freien Wählern und dann haben wir nochmal 9 von SPD und den Grünen und die Linke und die AfD 6 und dann gibt es nochmal 2, einmal der von der ehemaligen NPD, die heißen jetzt glaube ich die Heimat und ein Kreistagsmitglied ohne Parteizugehörigkeit. So sieht es also im Landkreis Wittenberg aus. Deine Prognose, wie wird es dieses Mal ausgehen? CDU und Freie Wähler wieder Platz 1 und 2? Ist natürlich immer sehr schwer vorherzusehen. Ich denke, die CDU ist im Landkreis weiterhin Favorit für die Spitzenposition. Die sind einfach auch, da kommt es auf die konkreten Personen an, sehr aktiv. Nehmen unheimlich viele Termine wahr. Der Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis, der Sepp Müller, der Landrat Christian Tösch. Das macht dann schon viel aus. Auch die CDU-Bürgermeister sind aktiv, genießen großen Rückhalt. Und das wirkt sich dann auch aus, wenn es um Stadtrat- und Kreistagswahlen geht. Die schaffen es, die Leute anzusprechen, haben zum Beispiel auch ganz guten Draht gehalten zur Landwirtschaft, haben da die bundespolitische Situation ganz gut ausgenutzt und den Frust der Landwirte sozusagen aufgenommen und abgefangen, sich mit denen nochmal getroffen und vernetzt. Ja, also da kann man sagen, die sind bestimmt stark. Freie Wähler aus den schon erwähnten Gründen sicherlich auch. Die Linke wird es schwer haben insgesamt, glaube ich, bei uns in der Region, auch andernorts. Bei uns ganz konkret sieht man, dass da viele Kandidaten, die nochmal antreten, einfach eben älter geworden sind, wenig neue nachrücken. Die Linke hat große bundespolitische Probleme, das wirkt sich aus. Bündnis Sarah Wagenknecht spielt bei uns keine Rolle. AfD ist sicherlich immer noch stark, greifen Protestwählerpotenzial ab. Davon ist auch bei uns auszugehen, dass das weiterhin geschieht. Nun hatte ja die AfD auch bundespolitisch einiges an Gegenwind und einige Skandale, gerade wenn man auf den Spitzenkandidat Europawahl schaut, ganz aktuell. Und wenn man an dieses Treffen in Potsdam denkt und die Auswirkungen, entsprechende Demos für Demokratie gab es übrigens auch in Wittenberg. Trotzdem sorgt viele Leute das Thema Migration auch im Kreis Wittenberg. Gibt es mehr Flüchtlinge, wobei die vor allen Dingen aus der Ukraine kommen. Also deshalb, da denke ich, gibt es nach wie vor noch Potenzial. SPD, Grüne haben es auch schwer durch die Bundespolitik, glaube ich. Warum tut sich Wittenberg so schwer damit, politischen Nachwuchs zu generieren? Das haben wir jetzt in Jerichower Land zum Beispiel oder auch in Mansfeld-Südharz andere Stimmen gehört. Ich würde das gar nicht so grundsätzlich sagen. Es gibt schon auch junge Bewerber und Kandidaten. Also im Bereich der Linken, denke ich, trifft das zu. Ist aber nicht so, dass das alle Parteien trifft. Also, und was auch auffällig ist, dann draußen auf dem Land tatsächlich für die Stadträte kandidieren, zum Beispiel im Jessener Land, auch so Wählergruppen. Wir für hier gibt es zum Beispiel in Jessen. Und möglicherweise, habe ich mit einem Jessener Kollegen nochmal telefoniert, könnte dort diese Gruppierung sogar stärker sein als die CDU, die da momentan noch am stärksten ist. Das sind nicht nur junge Leute, aber in solche Wählergruppen, Freie Wähler, wir für hier, also da wandern doch mehr Kandidaten, mehr Leute ein, neue Kandidaten. Und bei SPD, Linke und so wird es ganz schwierig. Die Grünen haben auch einen unheimlich schweren Stand im Landkreis, spielen praktisch keine Rolle.
Aber es ist nicht so, dass zum Beispiel auch die Konservativen, die CDU, dass die keinen Nachwuchs hätten. Oder AfD hat mehr Kandidaten noch als bei den vorhergehenden Wahlen. Die können mehr aufstellen. Trotzdem gelingt es denen auch nicht überall, viele Kandidaten aufzustellen. Also in manchen Kommunen sind das dann 3. Und wenn sie mehr Stimmen haben sollten, also das theoretisch für 4, 5 und mehr reichen sollte, dann können sie das gar nicht besetzen. Und mit Blick auf die Kandidatenliste, gibt es da so den Wittenberger Kandidaten? Keine Ahnung, heißt der Thomas und ist 60 Jahre alt und von Beruf Landwirt? Oder ist das, seid ihr da schon ein bisschen breiter aufgestellt? Speziell für die Stadt Wittenberg würde ich jetzt niemanden herausheben, würde ich nicht sagen, dass es da überragend starke Kandidaten gibt, die jeder kennt. Ach so, war das gar nicht gemeint. Ich dachte so einfach, vielleicht so einen typischen Beruf, so, der sehr stark präsent ist, ein Durchschnittsalter. Müssen wir mal eine Vorstellung davon bekommen. Also Thomas ist schon mal gut, nicht nur, weil ich so heiße. Das kann passen. Wir haben wenig Kandidaten mit Migrationsgeschichte. Das passt schon. Viele männliche Bewerber, auch das würde stimmen. In Wittenberg hilft es immer, mal bei SKW Piesteritz gearbeitet zu haben in der Vergangenheit oder irgendwie da Kontakte zu haben. Wie immer in Sportvereinen aktiv gewesen zu sein, in irgendwelchen anderen Vereinen, dass man gut vernetzt ist. Also so stelle ich mir den typischen Kandidaten vor, der gute Chancen hat. SKW Piesteritz, müssen wir mal kurz aufklären, das sind die Stickstoffwerke vor Ort. Genau, die Stickstoffwerke. Ich bin immer gerne die Anwältin für alle, die von außen kommen, weil ich das selber sozusagen repräsentiere. Sehr schön. Ja, ein ganz großer und wichtiger Arbeitgeber im Kreis und für die Stadt sowieso. So an die 900 Beschäftigte gibt es dort. Und ja, viel, viel Wertschöpfung, viel Steuereinnahmen auch für die Stadt Wittenberg. Also die Stadt Wittenberg, die hängt nicht unwesentlich ab von diesen Stickstoffwerken. Da können wir auch gleich direkt mal richtig ins Eingemachte gehen. Denn auch diese Werke haben, wie viele andere Unternehmen in der Vergangenheit, gut gelebt von billigem russischem Gas. Jetzt ist Schluss damit. Jetzt versucht sich auch das Unternehmen umzustellen und ökologischer zu werden. Das wiederum hat auch Auswirkungen auf die Region, Arbeitsplätze und so weiter und so fort. Funktioniert das Geschäftsmodell? Was glaubst du? Also man hatte die Produktion gedrosselt, weil das Erdgas, das für diese Stickstoffproduktion so wichtig ist, so unermesslich teuer geworden war mit dem Ukraine-Krieg. Aber inzwischen ist die Produktion wieder fast auf normalem Niveau. Man hat das also wieder gesteigert. Wenn man jetzt in die veröffentlichten Bilanzen, die es für die Stickstoffwerke gibt, schaut, dann sieht man, dass die durchaus Gewinne erzielt haben, auch nicht unwesentlich, auch in der Corona-Phase. Aber die stehen natürlich vor einem riesen Wandel im ökologischen. Also dieses Modell wird so nicht funktionieren und beklagen nicht zu Unrecht, dass unter den jetzigen Marktbedingungen sie ihren Standortnachteil haben. Also da gibt es Importe, die Dünger aus dem Ausland, übrigens auch aus Russland, der nach Deutschland drängt und günstiger zu haben ist. Und das sind natürlich ungünstige Marktbedingungen langfristig. Ich glaube auch, dass einige Landwirte schon umgestellt haben auf diesen günstigeren, anderen Dünger. Und wenn die Stickstoffwerke lange tatsächlich marktfähig bleiben wollen und ein guter Arbeitgeber dann auch für die Region sein wollen, dann müssen die im ökologischen Wandel schaffen, das wissen die. Das heißt, die müssen weg von viel CO2-Ausstoß, der in Zukunft auch hohe Kosten bedeuten wird, weil das politisch so gesteuert wird. Und daran arbeiten die. Daran arbeiten die auch intensiv. Es gibt einen sogenannten Green Deal, den die Stickstoffwerke beschlossen haben. 400 Millionen Euro wollen die investieren in den nächsten Jahren, um sich da ökologischer aufzustellen. Also das heißt, wenn dieser Wandel gelingt, ist das eine große Chance für die Region. Ich glaube, dass das viele Leute im Kreis und speziell in der Stadt auch beschäftigt. Was kann Lokalpolitik da leisten?
das ist eben schwer. Also natürlich ist ein Oberbürgermeister der Stadt Wittenberg, der Thorsten Zugehör, parteilos, da auch zu Recht als Lobbyist seiner Stadt aufgetreten und hat auch Richtung Bundespolitik dafür geworben, dass man sich da eben überlegt, was man tut, damit solche wichtigen Produzenten, ich meine, davon hängt die Landwirtschaft, davon hängt die Ernährung für ganz Deutschland nicht unwesentlich ab von der Stickstoffproduktion, dass man die stützt und deren Geschäftsmodell zukunftsfähig macht und dass man entsprechende Förderprogramme hat, um diesen ökologischen Wandel zu schaffen und dass man auch weiterhin so eine Produktion, die wichtig ist, im Land hat und die dort funktioniert. Dafür hat Zugehör geworben, haben andere Politiker auch geworben. Das beschäftigt auch die Stadtratsfraktionen und die bringen sich da ein auf unterschiedliche Art und Weise, haben unterschiedliche Vorschläge. Thema erneuerbare Energien. Da hat ja Kommunalpolitik auch dahingehend Einfluss, dass sie Flächen ausweisen können für zum Beispiel Solarparks und Windenergie und so weiter und so fort. Da knirscht es aber so ein bisschen in deiner Region. Da gründen sich Bürgerinitiativen, höre ich immer mal wieder. Wo liegt denn das Problem? Ja, das liegt einfach daran, es sind bekannte Phänomene, wenn da halt so ein Windkraftwerk in der Nähe ist, dann verursacht das Geräusche, dann verändert das die Ansichten der Landschaft. Es gibt schon ziemlich viel Windkraft bei uns, ist flaches Land, viel Fläche da, viel landwirtschaftliche Fläche und manche Landwirte geben da eben was von ihrer Fläche ab, weil das für sie lukrativer ist. Das betrifft sowohl die Windkraft als auch die Solarparks. Und bei den Solarparks gibt es eben auch manchmal Widerstand dagegen. Erstmal gibt es ganz viel Interesse von Investoren, die sehr häufig aus dem Westen Deutschlands kommen und dann hier diese großen Flächen nutzen wollen, lukrativ, und sehr große Solarparks errichten wollen. Aber das Interesse der Bevölkerung daran, dass das passiert, ist nicht wirklich da. Die wollen natürlich gern, dass es so aussieht, wie es bisher aussieht, dass es so bleibt und nicht bei ihnen vor der Haustür sich alles so sehr verändert. Und diese sagen eben auch nicht ganz zu Unrecht, wir haben doch schon so viel. Also wir haben nicht so viel Industrie wie Bayern zum Beispiel, wir haben aber schon vergleichsweise viel Windkraft und auch Solarparks. Und gerade wenn man dann in einzelne Regionen schaut, die besonders geeignet sind, also um Coswig herum gibt es, in Serno gibt es große Anträge, ist eine kleine Ortschaft. Wenn die dann diese Entwürfe sehen, dass da furchtbar viel Windkraft entstehen soll, dann sind natürlich die Leute dort abgeschreckt und wehren sich dagegen und werden auch Interessensvertreter im Stadtrat dann finden, die im Zweifel dagegen stimmen. Ist auch ein Argument, das ich gut kenne noch aus meiner Zeit im hohen Norden. Naja, das ist auch nicht schön für den Tourismus. Ist das auch schon mal gefallen? Ja, mit Sicherheit. Also Tourismus ist ja für unseren Kreis tatsächlich sehr wichtig. Das Gartenreich, das Wörlitzer, das habe ich erwähnt. Das zieht Touristen aus ganz Deutschland und darüber hinaus an. Die Lutherstadt Wittenberg selbst natürlich auch. Ja, das heißt nicht, dass alle sich, glaube ich, gegen grüne Technologien generell stellen, aber es gibt eben Interessen. Also wenn die Bevölkerung hier vor Ort unmittelbar was davon hat und eben über Steuereinnahmen ein bisschen was auch in der Region bliebe, dann sind möglicherweise die Einstellungen der Menschen dazu auch andere. Tourismus ist ein wichtiger Faktor. Also ich kann mir jetzt solche regenerativen Energien unmittelbar um den Wörlitzer Park herum jetzt nicht so gut vorstellen. An anderer Stelle stürzt vielleicht weniger und ist die Bereitschaft dann durchaus da mitzuziehen. Haben auch mit Tesvold im Kreis einen Arbeitgeber, der bei diesen erneuerbaren Energien dabei ist und Batteriespeicher baut, sehr moderne, die Produktion ausweitet und auch Arbeitsplätze schafft. Und natürlich am Ende, wenn es den Interessen der Menschen im Kreis dient, also hier zum Beispiel Arbeitsplätze dann entstehen, dann findet das auch mehr Rückhalt. Aber Konzepte, die sozusagen die Wertschöpfung in der Region halten, die gibt es noch nicht. Das ist nicht ausreichend.
Also wie gesagt, die Stickstoffwerke in Piesteritz, die haben ja ein Konzept und große Ambitionen, sich da umzustellen. Das sieht gut aus. Das hoffen nun alle, dass das wirklich so gelingt. Tesfoid hat so ein Konzept. Natürlich, das ist sozusagen ihr Markenkern, ja, die Idee überhaupt. Generell haben wir natürlich viel Landwirtschaft, aber die Landwirte, gerade im Jessener Land, da gibt es zum Beispiel Seiderland, ein Betrieb, der sehr, sehr groß ist, einer der größten auch in Deutschland. Und die haben auch schon sehr stark auf Erneuerbare umgestellt. Also da bedeutet Landwirtschaft längst nicht mehr so was Heimeliges, so ein kleiner Bauernhof, der da betrieben wird, sondern das ist moderne, große Landwirtschaft mit auch Solar und mit Biogas und so weiter. Sonst würde der Betrieb sich so auch gar nicht mehr schon rechnen. Ich würde mir gerne zurückkommen zum Tourismus. Das ist ja auch was lokale Politik mit beeinflussen kann, mit entsprechenden Flächenausweisungen, mit entsprechenden Konzepten. Du hast das gerade schon angesprochen. Es gibt das Gartenreich, es gibt Luther. Reicht das denn noch für Wittenberg? Lockt das noch genügend Menschen an? Und muss man das nicht vielleicht auch irgendwann mal modernisieren, so ein bisschen in die heutige Zeit holen? Die Frage ist berechtigt. Also das Gartenreich, das lockt nach wie vor und zieht. Auch Luther zieht noch, auch weltweit, klar. Aber danach kommt eben wenig oder lange nichts. Wir haben wunderschöne Natur im Landkreis, das definitiv. Ob man da vermarktungsmäßig mehr machen kann oder nicht, Das müssten andere entscheiden, aber es ist auffällig, dass man sich sehr oft tatsächlich auf Luther und das Welterbe zurückzieht und auch auf das Gartenreich. Wir hatten ja neulich hier auch deinen Namensvettern, Thomas Pusch, zu Besuch. Ja. Und der hat uns ein bisschen was erzählt zu den politischen Zusammenhängen im Jerichower Land. Und da ging es auch um Asylpolitik und um die Aufnahme von Geflüchteten. Und da hat das Thema durchaus Brisanz, also das war nicht ganz unumstritten. Dann ging es darum, dass statt Geldleistungen lieber Sachleistungen ausgezahlt werden sollten, etc. Das Thema ist aber in Wittenberg nicht so sonderlich präsent, oder täuscht das? Geldleistung oder Sachleistung waren bei uns auch mal Thema tatsächlich im Kreistag. Der Landrat hatte sich damals dafür ausgesprochen, nach einem AfD-Antrag nicht auf diese Sachleistung umzustellen und abzuwarten, bis Klarheit herrscht, wie es sozusagen auf bundespolitischer Ebene läuft. Es ist richtig, dass wir im Kreis Wittenberg jetzt sozusagen keine großen Auffälligkeiten haben, was das angeht. Also es gibt da nichts in der Kriminalitätsstatistik, was da herausragt und den Menschen Anlass zur Sorge wirklich geben müsste. Auch was die Unterbringung angeht, haben wir uns natürlich mit befasst und verschiedene Texte gebracht und nachgefragt, wie viel Kapazität ist noch da und so. Und das ist schon alles ziemlich am Anschlag, aber im Großen und Ganzen sind die Menschen bei uns im Kreis dezentral untergebracht. Es mangelt nicht so wahnsinnig an Wohnraum, sodass man da relativ viele Menschen gut verteilen konnte. Aber es geht auch am Ende darum, die Menschen zu integrieren. Also es ist schon eine wichtige Herausforderung und die ist längst nicht bewältigt. Also wenn es darum geht, Integrationskurse anzubieten, in den Schulen wirklich klarzukommen, da mahnt der Landrat zum Beispiel immer, wird es eng, es ist schwierig, das wird nicht hinreichend berücksichtigt. Aber wenn man dann tatsächlich im Kreis lebt und essen geht, dann wird man von einer Ukrainerin bedient, man geht zum Friseur und hat dort plötzlich ukrainische Angestellte, die vorher nicht da waren, die also integriert sind und wo die Leute vor Ort sagen, wir sind froh, dass es die gibt. Und auch wenn man mit den Leuten in der Industrie spricht, also zum Beispiel Tesfoid, die sagen, es ist ganz wichtig, dass wir eine positive, aufgeschlossene Stimmung haben. Sonst finden wir nicht ausreichend Arbeitskräfte, die wir hier brauchen. Also in der Bevölkerung sind Befindlichkeiten da, dass die Leute doch wirklich, wenn sie herkommen, wirklich arbeiten sollen.
Das gibt es anderswo auch. Aber im Großen und Ganzen scheint das bei uns im Kreis zu funktionieren, würde ich behaupten. Und daher nehme ich an, kommt das, dass es bei uns da nicht so große offene Konflikte gibt. Dann bleiben wir mal beim Blick in die Zukunft. Thomas, du als Reporter oder auch als Redakteur, was glaubst du, welche großen Themen werden die Schlagzeilen in der nächsten Wahlperiode in Wittenberg und Landkreis dominieren? Also die Landesgartenschau soll nach Wittenberg kommen 2027, wenn es nach dem Willen der Stadt geht. Hängt aber sehr davon ab, ob das mit der Finanzierung gelingt. Das ist ein Thema, was uns tatsächlich noch viel beschäftigen wird. Da gibt es Schwierigkeiten. Die Fördermittel tatsächlich, weil der Bund ja auch einen Gürtel enger geschnallt hat, die Fördermittel, die notwendig sind, wirklich zusammenzubekommen. Also man geht davon aus, dass das insgesamt irgendwie 40 Millionen Euro kosten soll. Selbst kann die Stadt, die ohnehin Schulden hat, so einen Betrag natürlich nicht schultern, ist ja immer eine Fördermittelsache. Aber das ist noch offen, ob das wirklich gelingt oder nicht. Und der Oberbürgermeister und andere sehen eine große Chance für die Stadt, dauerhaft etwas zum Positiven zu verändern, die Kuhlache, so ein Brachgebiet zu verschönern und so einen grünen Gürtel um den ganzen Stadt begehbar zu machen. Das bleibt ja dann auch über die Landesgartenschau hinaus. Aber man muss es sich eben auch leisten können und zumindest die Eigenbeträge, und das werden auch ein paar Millionen Euro sein, die muss man irgendwie schultern können. Und das ist eben eine Entscheidung, die auch ein bisschen ins Risiko geht. Viele Wittenberger sehen das auch ein bisschen skeptisch, bleibt dann wirklich was hängen. Wir hatten das Reformationsjubiläum, war auch so eine Riesenveranstaltung, wo manche meinen, naja, aber hat das den Tourismus wirklich belebt? Also die Landesgartenschau soll natürlich auch noch langfristig den Tourismus wieder beleben und die Leute animieren, wieder tatsächlich innerhalb Deutschlands und nach Wittenberg zu kommen. Ob das gelingt, die Stadt sieht da Chancen. Ich glaube, die gibt es auch und man muss das natürlich immer versuchen, aber es kommt darauf an, zu welchen Bedingungen. Also das wird zum Beispiel unsere Kommunalpolitik sehr beschäftigen. Hast du noch ein Thema oder ist das das einzige Thema, wo du sagst, okay, das wird die Schlagzeilen jetzt dominieren? Also ich kann mir vorstellen, weiterhin draußen im Jessener Land wird das eine Rolle spielen, wie die Landwirtschaft sich entwickelt, das angesprochene Photovoltaik. Dort gibt es viel Fläche, dort gibt es viele große landwirtschaftliche Betriebe. Können die erhalten bleiben? Kommen die klar? Auch mit den Subventionen, die es gibt, oder ohne Subventionen? Das ist ja eine spannende Frage für die Landwirte. Ja, am Ende kann man sich vorstellen, dass manche eben ihren Betrieb aufgeben oder Teile ihrer Fläche veräußern wollen, weil das lukrativer ist für die erneuerbaren Energien. Aber wir müssen die Bevölkerung auch ernähren, auch im eigenen Land eine Lebensmittelproduktion haben. Das schlägt sich dann auch bis in die Stadträte wieder, diese Diskussion um genau dieses Thema. So ein Kampf um die Flächen dann am Ende. Vielen Dank für diesen Exkurs an den Osten unseres Landes in den Landkreis Wittenberg. Danke, dass du da warst. Gerne. Vielen Dank. Und wir bleiben bei dem Thema, was Wählerinnen und Wähler in Sachsen-Anhalt bewegt. Denn da gibt es ein wahnsinnig interessantes Projekt an der Uni hier in Halle. Und darüber wird uns Dr. Kerstin Völkel berichten. Sie beschäftigt sich schon sehr, sehr lange mit dem Thema Wahlen und hat unter anderem auch erforscht, was in Sachsen-Anhalt wahlentscheidend sein wird. Und das hören wir uns im kommenden Wahllokal an. Und dann ist schon fast Juni. Mit großen Schritten nähern wir uns dem ersehnten Wahltermin. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiter auf diesem Weg begleiten mögt. Überall da, wo es gute Podcasts gibt und natürlich bei YouTube. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.